أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم وبلغ على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله sind wir zu unserem zweiten Teil von Osman ibn Affan gekommen. Im zweiten und unserem letzten Teil, inshallah ta'ala. Ich würde euch empfehlen, diesen zweiten Teil sehr sorgfältig euch anzuhören, weil dieser zweite Teil von Osman ibn Affan ist der Zeitpunkt in der islamischen Geschichte, wo durch die Aufrührer und durch die Fitna Risse entstehen in der islamischen Geschichte, die durch Missverständnisse entstehen, die von Rissen zu Flüssen, von Flüssen zu Meeren, von Meeren zu Ozeanen entstehen werden, dann bis zu unserer heutigen Zeit. Warum diese entstanden sind oder was für Missverständnisse in der Zeit von Osman ibn Affan, dessen Kalifats, entstanden sind, werden wir inshallah in diesem Vortrag versuchen, was mir zusteht, was mir an Wissen zusteht, euch inshallah ta'ala auf eine sahih Art und Weise zu erklären. Wir sind beim Kalifat des Osman ibn Affan, des dritten Kalifen des Islams, angekommen. Als er mit 70 Jahren das Kalifat von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu übernahm, hat dessen Kalifatstaat, sprich der islamische Staat, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegründet hat, ein Ausmaß bekommen, was über drei Kontinente sich erstreckte. Innerhalb einer Zeitspanne, von einer ganz kurzen Zeitspanne, wo sie noch vor kurzen, einigen Jahrzehnten noch in Mekka unterdrückt worden sind wegen La ilaha illallah, haben sie innerhalb 20, 30 Jahren ein Ausmaß bekommen, durch La ilaha illallah, dass es eine Größe, das noch größer als das Römische Reich wurde, das islamische Imperium. Aber natürlich, was ich noch zufügen muss, der islamische Staat ist eigentlich auch kein Imperium oder kein Sultanat oder ein Machtstaat, wie wir inshallah auch aus unseren Unterrichten herausnehmen können. Auf jeden Fall, als Osman ibn Affan die Kalifatsamtszeit von Umar ibn al-Khattab übernahm, war er 70 Jahre alt. Und die gleichen Probleme, die zur Anfangszeit von Abu Bakr as-Siddiq eintrafen, sprich die Irtidat-Geschichten, das heißt, dass die Leute sich an das Zentrum des islamischen Staates in Medina abwandten, dieses geschah auch zur Zeit, als Osman ibn Affan radiallahu anhu zum Kalifen mit 70 Jahren gewählt worden ist. Osman ibn Affan, was ist zu seiner Zeit passiert? Am Anfangszeit, also zu seiner Amtszeit des Kalifats. Den Lohn der Soldaten hat Osman ibn Affan von 10 auf 100 Dirham versteigert. Also statt sie 10 Dirham bekommen, hat Osman radiallahu an den Lohn der Soldaten auf 100 Dirham gesteigert, weil das Ausmaß des Staates oder der Regierung wurde immer größer. In jener Zeit von Osman ibn Affan wurde auch Iran und Aserbaidschan erobert. Ich betone, Iran wurde noch niemals durch das Osmanische Reich in den späteren Jahrhunderten erobert, aber durch den Kalifatsystem von Osman, von dem Rashidiyya, das hat es geschafft, durch die Gebirge des iranischen, persischen Imperiums zu kommen, so dass die Grenzen des islamischen Staates, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, bis an die Grenzen von Iran und Aserbaidschan kam. Damals war Sa'd ibn Abi As der Kommandant in Aserbaidschan gewesen und er schickte einen Brief an Osman ibn Affan, den Kalifen nach Medina, und er verlangte 6 Leute von ihm. Er verlangte keine große Armee oder Streitmacht oder Schwerter oder etc.
die zu jener Zeit benötigt worden sind, sondern er verlangte nur 6 Leute. Wer waren diese 6 Leute, die Sa'd ibn Abi As von Osman ibn Affan verlangte? Diese Leute waren Hassan radiallahu an, Hussein radiallahu an, sprich die beiden Enkelsöhne des Propheten, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Amr ibn As und Abdullah ibn Zubayr gewesen. Er sagte, wenn ich diese Leute besitze, wenn diese Leute bei mir sind, durch diese Macht von ihnen, durch diese Ausstrahlung und durch das Ilm von ihnen, würde es mir sogar zustande sein, die ganze Welt bei Iznillah zu erobern. Also mit der Führung auch der Ahle Bayt, radiallahu anhum ajma'in. Zu jener Zeit, wie gesagt, wurde auch Afghanistan erobert. Also Afghanistan wurde auch zur Zeit von Osman ibn Affan erobert. Pakistan wurde zu dessen Zeit erobert. Die Südgegenden von Indien, der südliche Teil von Indien, kam ins islamische Gebiet, so dass sich sogar die Grenzen bis Richtung China, an die chinesische Grenze, zog. Wir reden gerade circa das 25. Jahr nach der Hijra. Nach dem 25. Jahr nach der Hijra, wo 70 Leute aus Mekka auswandern mussten, darunter der Prophet sallallahu alaihi wasallam, mit Abu Bakr und Ali, radiallahu anhu. 25 Jahre vergehen und so ein Ausmaß, biiznillahi ta'ala, erreicht, das reicht als Wunder schon, als Samt. Ich glaube, es muss ein Gelehrter in unserer neuen Zeit sein, der Mohammed Asset müsste das, glaube ich, sein, der sagt, hätte der Prophet kein Koran bekommen, hätte der Prophet kein Prophetentum bekommen, nur die Generation des Sahabes hätte als Wunder gereicht, dass der Islam die richtige Religion ist. Auf jeden Fall im Osten gingen die Grenzen bis zum chinesischen Staat. Damaskus, Scham, das heutige Syrien, gehörte Muawiyah ibn Abi Sufyan. Jener bekam zur Zeit, also Muawiyah ibn Abi Sufyan, der große Namen machen wird, aber im negativen Bereich, zu jener Zeit von Osman ibn Affan, bekam sogar noch die Befugnis, Jordanien und Palästina als Vertreter des islamischen Staates, als Emir dieser Gegend, noch zu bekommen. Also, sein Territorium von Muawiyah ibn Abi Sufyan vergrößerte sich von Damaskus auf Jordanien und Palästina zu jener Zeit. Muawiyah ibn Abi Sufyan war auch derjenige gewesen, der zum ersten Mal eine Armee im Meer auf Schiffen kämpfen ließ. Muawiyah ibn Abi Sufyan hatte diesen Vorschlag, das heißt, mit den Schiffen, eine Streitmacht mit den Schiffen zu organisieren, an Umar ibn al-Khattab radiallahu an, zu seiner Amtszeit des Kalifats schon empfohlen. Aber Umar ibn al-Khattab hat zweimal dessen Vorschlag von Muawiyah ibn Abi Sufyan, von dem Bürgermeister von Damaskus, von Scham, abgewiesen, da die islamische Armee und die Muslime noch nicht bereit gewesen waren, auf den Meeren zu kämpfen. Und Umar radiallahu an wollte nicht das Blut umsonst vergießen. Er hatte sogar Amr ibn al-As, damals der Vertreter des islamischen Staates in Ägypten, einen Brief geschickt und hatte Amr ibn al-As, Umar radiallahu an, gefragt, ja Amr, was hältst du davon, wenn wir eine Streitmacht auf dem Meer organisieren, woraufhin Amr ibn al-As sich schon gedacht hat, dass diese Anfrage von Muawiyah kommt, hat er gesagt, nein, ja Umar, lassen wir nicht sein. Aufgrund dessen hat auch Umar ibn al-Hattab Muawiyah ibn Abi Sufyan abgewiesen, sowas durchzuführen. Aber die Erlaubnis bekam Muawiyah ibn Abi Sufyan zur Amtszeit von Osman ibn Affan, dem dritten Kalifen. Aber als er die Erlaubnis von Osman bekam, sagte Osman radiallahu an zu Muawiyah ibn Abi Sufyan, ja Muawiyah, ich erlaube dir, eine Streitmacht auf dem Meer loszuschicken, aber nur mit freiwilligen Soldaten. Also, du darfst nicht jemanden mit Gewalt nehmen, diejenigen, die mit dir mitziehen wollen, also mit der Armee mitziehen wollen, die sollen freiwillig, also ich betone freiwillig, mit dir, mit der Armee losziehen. Und die erste islamische Flotte, auf dem Meer heißt es glaube ich Flotte, ist Richtung Zypern losgestiegen. Also das heutige Zypern, wir sprechen vor 1300 Jahren, Leute. Die erste islamische Seeflotte ist Richtung Zypern gereist. Und unter dieser islamischen Armee waren zwei, also die auf dem Schiff mitreisten, mitkämpften, waren zwei berühmte Namen des Sahabes gewesen.
Einer davon ist Abu Zer el-Ghifari, Abu Zer el-Ghifari und Umm Haram. Umm Haram, wer ist Umm Haram? Auf diesen Namen möchte ich jetzt gerade bleiben. Umm Haram ist die Tante des Propheten. Manche Berichterstattungen sagen, das ist die Milchtante, also der Milchtante-Begriff ist wohl bekannt für Muslime, des Propheten ist. Aber die Mehrheit des Sahih ist, dass es doch wirklich die Schwester von Amine, das heißt die Mutter des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen war. Und jene war damals 65 Jahre alt und eine 65-jährige Frau, sag ich mal, ist Umm Haram, also die Tante des Propheten, damals, also zu Amtszeit von Osman ibn Affan, Richtung Zypern gereist. Diese Geschichte hat auch eine Vorgeschichte. Als damals der Islam sich in Mekka noch unter Unterdrückung und Zulm und so verbreiteten, unter ein Verbot damals verbreiteten, kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam oft zum Haus von Umm Haram, das heißt zu der Tante, zu seiner eigenen Tante. Und eines Tages kommt der Prophet wieder zu Umm Haram, damals in Mekka noch, in der Neuzeit, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam legt sich schlafen. Er schläft kurz und steht wieder auf und in seinem Gesicht ist ein Lächeln. Daraufhin sagt er, ich habe die Umma, das heißt meine Nation, sagt der Prophet, wie Könige auf den Meeren reisen sehen. Ich habe meine Umma, die Umma, meine Umma, meine Nation, wie Könige auf den Meeren reisen gesehen in meinem Traum. Das sagt er zu Umm Haram. Wann sagt er das? Zu der Zeit der Unterdrückung, wo La ilaha illallah sagen verboten ist. Spricht er, ich habe meine Umma wie Könige auf den Meeren reisen gesehen. Und daraufhin sagt Umm Haram, die Tante des Propheten, ja Rasulallah, ich auch, bin ich unter ihm? Und der Prophet sagte nichts und legte sich wieder schlafen. Und nachdem er aufgestanden ist, sagte er, Inshallah wirst du eine von den Sabikun sein. Sabikun, von den Ersten sein. Der Prophet sagte dies in jener Zeit, wie gesagt, von Mekka noch. Inshallah wirst du einer der Ersten, der Sabikun sein. Und wisst ihr, wie lange diese Frau wartete, dass diese Prophezeiung sich in Erfüllung ging? Genau 30 Jahre, nicht nach der Hijra in Medina, nicht zu der Amtszeit von Abu Bakr, nicht in der Amtszeit von Umar, aber in der Amtszeit von Osman ibn Affan, dem dritten Kalifen, ist dieses entstanden. Und sie liegt heute als Märtyrerin der ersten Sahabes, radiallahu anhu ajma'in, heute noch in Zypern, in Kıbrıs, begraben. Dort ist ein berühmtes Grab. Und sie liegt dort begraben. Radiallahu anha. Der islamische Staat, damals zur Zeit von Osman ibn Affan, dessen Grenzen haben sich bis in die heutigen Türkei, in das heutige Ankara gezogen. Ich erkläre euch diese Geschichten, damit ihr ganz genau weiß, was für eine Verantwortung oder was für eine Aufruhrmöglichkeit sein kann in so einem großen Territorium. Ankara kam zu den islamischen Grenzen dazu, sodass sich das Römische Reich gezwungen gewesen war, das Oströmische Reich, sich in Istanbul, in den alten Byzanz, Konstantinopel zurückzuziehen. Tunesien, Marokko, ganz Nordafrika kam unter die Herrschaft des Kalifats. Damals schon. Bis an die Grenzen von Spanien. Tariq ibn Ziyad, derjenige, der später die Schiffe hinter sich verbrennen wird und Ägypten Andalusien gründen will, dessen Fundamente wurden in der Amtszeit von Osman ibn Affan, des dritten Kalifen des Islams, auf dem Dialekt, ich betone, auf dem Dialekt der Quraysh, weil der Prophet sagt, in Bukhari, ein Vers kann manchmal drei
gleich gesagt, nach drei Dialekten. Und als Ubekir den ersten Koran schrieb, wurde jedes Dialekt, alle sieben Dialekte berücksichtigt.
Muslim oder nicht Muslim. Aber Leute, war es immer denn so gut gewesen zur Amtszeit des Kalifen von Osman ibn Affan? Gab es denn immer solche guten Sachen mit geöffneten Tischen, wo die Kriegsgüter an das Volk verteilt werden? War es immer so schön gewesen? Nein, leider, es war nicht immer so gut gewesen. Normalerweise würden sich ein paar Leute jetzt beschweren über mich und würden sagen, warum musst du immer alles erzählen? Warum mussten wir immer auch die schwarzen Seiten der islamischen Geschichte erzählen? Leute, alles ist für uns ein Ibret, ein Beispiel. Wir machen das, was der Heilige Koran uns gelehrt hat. Adam a.s. ist ein Prophet, den ehren wir, den schätzen wir. Aber er hat gesündigt. Verheimlicht das Allah? Nein. Er setzt das in das Koran rein. Musa a.s. ist doch ein großer Prophet. Wir ehren ihn und schätzen ihn. Fast ein Drittel des Korans, nämlich sogar zwei Drittel, berichten über seine Geschichte. Aber der Koran berichtet auch davon, wie er einen von den Kindern Israels umgebracht hat, aus Versehen. Und andere Propheten, Yunus a.s. ist ein guter Prophet. Der Koran erzählt ihn uns mit Beispielen. Aber sagt er ihm, verheimlicht er alles? Sagt er auch, ich werde nur die guten Sachen von Yusuf a.s. von Yunus a.s. erzählen? Nein. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin, sagt Yunus a.s. Ich bin wahrlich einer von den Zalim geworden. Dieses wurde verewigt im Koran. Und über jeden Propheten gilt das Gleiche. Nobody is perfect, wie man so gut sagt hier. Über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet ist für uns das größte Beispiel überhaupt. Als beste Beispiel wurde das im Koran für uns manifestiert. Denjenigen, die Allah und das höchste Gericht erhoffen, ist der Prophet das beste Beispiel. Aber was sagt der Koran noch nebenbei? O Muhammad, in Klammern, warum hast du dein Gesicht abgewandt, wo der Blinde doch zu dir kam? Du hast was falsch gemacht, ja Muhammad, sagt der Koran, und wir lesen das in unseren Gebeten. Oder als der Prophet das Salatul Janase, das Totengebet für den Munafiqun, erlaubte zu machen. Lima ersinnte darum, sagt der Koran. Warum hast du ihm das erlaubt? Und so weiter. Viermal wird der Prophet im Koran kritisiert, aber als Beispiel für uns und für ihn. Auch ein Beweis, dass der Koran nicht Mohammed geschrieben hat. Und obwohl Allah Ta'ala die Fehler der Propheten für uns sogar als Beispiel zeigt, weil wir sind Menschen, wir machen Fehler, wir sind halt keine Engel, so wie der Koran sagt. Wer sind wir denn, dass wir die Fehler von Osman ibn Affan oder Umar ibn al-Hattab radiallahu anhu verschweigen? Diese Fehler sind doch für uns auch ein Beispiel. Und aus diesen Fehlern können wir lernen. Bloß weil wir diese Fehler niemals erklärt haben, haben uns die Kuffar diese Fehler erklärt. Und weil die Kuffar uns diese Fehler erklärt haben, konnten wir keine Gegenargumente geben. Weil wir davon nichts wussten, unsere Imame haben uns davon nichts erzählt. Aber inshallah werden wir das machen. Aber Osman ibn Affan ist der dritte Kalif. Wir ehren ihn und schätzen ihn, auch seine Amtszeit. Aber er hat Fehler gehabt. Die Fehler lagen vielleicht nicht an ihm. Aber er hat Fehler gehabt, die zum Schluss bis zu Karbala, bis zu der Ermordung. Leute, bis zu der Ermordung der Enkelsöhne des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam geführt haben. War Osman der Schuldige gewesen? Nein. Nein. Osman war nicht der Schuldige gewesen, wie die Rafizier das behaupten. Aber wir müssen die Geschichte von Osman erklären, wie das zustande gekommen ist. Bismillah werden wir das machen. Abu Huzaifa, Leute, in der Zeit des Propheten, Abu Huzaifa war einer gewesen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm die ganze Fitna bis zum Tag des jüngsten Gerichts ihm erzählt hat. Abu Huzaifa. Und Umar ibn Khattab, als er noch lebte, ist als in der Abu Huzaifa hergerannt und hat gesagt zu Abu Huzaifa: Ja, Abu Huzaifa, erklär mir die Zeit der Fitna, erklär mir die Zeit der Fitna, sagte Umar ibn Khattab zu Abu Huzaifa. Und Abu Huzaifa sagte zu Umar ibn Khattab: Was interessiert dich die Zeit der Fitna? Du
Du wirst doch zu der Zeit gar nicht mehr leben, sagt Abu Huzaifa zu Umar. Was interessiert dich die Zeit der Fitna? Du wirst das doch gar nicht mehr mitbekommen. Was waren die Fehler zu jener Zeit, des Amtszeit des Kalifats von Umar, von Osman ibn Affan gewesen? Dazu möchten wir jetzt inshallah eingehen. Es gab zwei große. Die teilen wir inshallah ta'ala jetzt in zwei große Sachen auf. Erstens, nicht die Fehler, sondern die Gründe, die zu Fehlern geführt haben. Erstens, was hat zu Fitna geführt? Was hat zum Aufruhr? Was hat dazu geführt, dass die Muslime, in Anführungsstrichen, die Aufrührer Osman ibn Affan in Medina in seinem Haus umgebracht haben? Jetzt werden wir inshallah Stück für Stück das erklären. Erstens, die Größe des Staates. Die Größe des Staates ist euch jetzt bewusst geworden. Leider war der Staat groß gewesen, aber die Menschen waren klein gewesen. Die Flächen wurden erobert, aber die Menschen wurden nicht erobert. Manche Herzen der Menschen sind noch schwarz geblieben und man hat sich mehr auf die Flächeneroberung eingestellt. Obwohl der Prophet uns befohlen hat und der Muslim befohlen hat, die Menschen zu erobern, die Herzen zu erobern, hat das dazu geführt, dass ganz schnell andere Kulturen, andere Völker in das islamische Territorium kamen, die aber nicht in der Schule des Propheten und des Korans, Erfahrung gesammelt haben und Lebenserfahrung gesammelt haben. Das war eins der größten Sachen gewesen, die Größe des Staates und die neuen Völker, die in das islamische Territorium reingefallen sind. Und das zweite, die Handlungen von Osman ibn Affan selbst waren schuld gewesen, die Handlungen von Osman ibn Affan waren selbst schuld gewesen, dass dies dazu geführt hat. Die Handlungen von Osman ibn Affan, die auf ersten Hinblick falsch gewesen waren, aber im Hintergrund eigentlich ihre Begründung hatten, können wir in zwei Kategorien aufteilen. Das erste ist religiös, das war Ijtihadi gewesen. Und das zweite war Siyasi gewesen, also die politischen Handlungen von Osman ibn Affan gewesen. Radiallahu anhu. Ijtihadi, die religiösen Meinungen von Osman, die ein bisschen zum Aufruhr gerührt haben, waren viele gewesen. Ich möchte euch inshallah, damit ihr es gut lernt, fünf Stück aufzählen. Das erste war die Vermehrung des Korans. Die Vermehrung des Korans, die Kopierung des Korans, aber die Verbrennung der alten Korans. Osman ibn Affan, das was die Orientalisten uns Muslime heute immer noch vorwerfen, warum hat Osman ibn Affan die alten Korans verbrannt? Weil jeder Sahabi hat für sich einen eigenen Koran gehabt. Die waren alle aber gleich gewesen. Jeder Sahabi hat mit seinen eigenen Bemühungen den Koran aufgeschrieben. Diese alten Koran waren gleich gewesen. Ohne Ichtilaf. Ohne Ichtilaf bei der Schia und bei der Sunna. Nicht ein Ichtilaf gibt es. Aber das Problem war das gewesen. Jeder Sahabi, der mit eigenen Bemühungen den Koran zu Hause aufgeschrieben hat, hat neben den Versen einen Kommentar geschrieben. So wie er das vom Propheten gehört hat. Zum Beispiel, es geht um einen Vers. Ich gebe immer gerne dieses Beispiel. Hafizu ala salawat, was salatil wusta, wa qum la iqanitin. Schützt die Gebete und schützt das mittlere Gebet. Hafizu ala salawat, schützt die Gebete, was salatil wusta, und das mittlere Gebet. Das ist der Vers. Aber einige Interpretationen, die über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, über den Kanal von Aisha radiallahu anha kommen, heißt es, dass das salatil wusta das salatil asr ist. Das Nachmittaggebet ist. Da haben einige Sahabes an die Ränder des Korans geschrieben, Salat al-Asr. Hafizu ala salawati wa Salat al-Wusta, Salat al-Asr. Ohne Klammer, es gab ja keine Klammer oder kein Ausrufungszeichen. Und so war das in vielen Versen gewesen. Die haben immer die Kommentare, die Tafsir, mit in die geschriebenen Korans mit eingeschrieben. Osman ibn Affan radiallahu an hat das gerochen. Er wusste ganz genau, zur Zeit des Sahabes gibt es keine Probleme über diese Korans, die zur Zeit des Propheten, aber auch zur Zeit von Abu Bakr und Umar geschrieben wurden. Die Generationen, die danach kommen werden, also vorausschauend nachgedacht, würden Fitna machen und es würden vielleicht Gruppierungen kommen und würden sagen, guck mal, der Koran hat das geschrieben und der Koran hat das, aber obwohl das eine Interpretation ist. Die Interpretation kannten aber nur die Schriftsteller dieser Korans selber, was denn Koran ist und was nicht Koran ist. Und damit nicht diese Fitna entsteht, hat Osman ibn Affan die Korans verbrannt und den Koran, so wie er den Propheten sallallahu alaihi wa sallam bekam, ohne Kommentar, uns kopiert und übermittelt. Diese Beschwerden, Leute, dass die
Koran, die Sahabe in eigenen Bemühungen über Jahre geschrieben haben, kam zu Ali ibn Abi Talib radiallahu an. Und die Leute beschwerten sich bei Ali: Ja, Ali, guck mal, der Osman, der Kalif macht das und das und der verbrennt unsere Koran und wir haben diese auch mit solchen Mühe geschrieben. Und Ali sagte: Stopp. Wallahi, sagt er, wäre ich an der Stelle von Osman gewesen, ich hätte das Gleiche gemacht. Sein. Ali hätte das Gleiche gemacht. Und Ali hat das auch gesagt. Und Osman ibn Affan hat das auch mit Recht gemacht. Da gibt es keine Fitna, aber das hat dazu geführt. Zweitens, was Osman der Ijtihadi gemacht hat, das Zakat wurde nur noch von gesehenen Sachen vom Islamischen Staat eingesammelt. Das heißt, der Islamische Staat war ja so groß gewesen, dass der Staat weniger Sachen kontrollieren konnte. Deswegen hat Osman ibn Affan gesagt, wir, der Islamische Staat, wir werden die Almosensteuer für die Armen nur noch von den gesehenen Sachen, die wir außerhalb sehen, nehmen von den Leuten. Diejenigen, die wir nicht sehen können, das soll das Volk selber von sich ausgeben. Man hatte somit die Ijtihad von den Propheten und Abu Bakr und Umar das andere gemacht. Aber es ist makul, es ist akzeptabel. Drittens, was Osman ibn Affan noch gemacht hat in der Ijtihad, was heute noch, was komischerweise in Saudi-Arabien auch noch gültig ist, er hat zwei Ezans zur Zeit von Salat al-Jum'ah gemacht. Er hat einen öffentlichen Ezan gemacht zu Salat al-Jum'ah und einen innerlichen Ezan. Einen außerhalb der Moschee und einen in der inneren Moschee zweimal Ezan gelesen, wenn das Zeit zu Freitagsgebet gewesen war. Dies hatte Abu Bakr und Umar nicht gemacht gehabt. Aber der Grund, warum Osman ibn Affan dies gemacht hat, war, weil die Größe von Medina so groß wurde, das Ezan musste erstmal von überall gehört werden, damit die Leute sich in der Moschee versammeln. Versteht ihr, warum das so ist? Diese zwei Ezans wurden deswegen gelesen, weil die Größe der Stadt war groß gewesen. Heute wird das immer noch in vielen Moscheen praktiziert, also in der Türkei wird das auf jeden Fall praktiziert. In Saudi-Arabien, in Mekka und Medina werden auch zwei Ezans gelesen. Dieses Sunna ist die Sunna von Osman ibn Affan. Was Osman ibn Affan als viertes in der Ijtihad verändert hat, war die Gebete, die in der Hajj in Medina gekürzt, in Mina, in der Hajj gekürzt werden. Das heißt, ein 4-Rekat-Gebet wird 2-Rekat gebetet. Das ist in der Hajj in Mina so. Der Prophet hat das so gemacht, Abu Bakr hat das so gemacht, Umar hat das so gemacht und wir machen das heute auch noch so. Aber Osman ibn Affan hat nicht verkürzt. Unter zwei Begründungen hat er nicht verkürzt. Erstens, als Nebengrund nach meiner Meinung ist, er hatte ein Haus in Mekka gehabt. Und weil Mekka von Medina, weil Mekka von Mina 5 Kilometer entfernt ist, hat er gesagt, ich bin nicht Seferi, ich bin kein Reisender, also muss ich nicht kürzen. Das war meine Meinung, der Nebengrund. Der Hauptgrund war gewesen, warum Osman das Gebet nicht verkürzte. Neue Muslime, die gerade den Islam angenommen haben und von außerhalb zum ersten Mal zu Hajj kommen, sollen nicht denken, dass das Salat al-Asr oder Zuhr oder das Mittaggebet 4 Rekats sind, nicht 2 Rekats sind, sondern 4 Rekats sind. Weil der Mann aus Bagdad, sage ich mal, aus Kufa, der nimmt den Islam an und geht gleich zur Pilgerfahrt. Und dort sieht er dann die Kalifen, wie er dann 2 Rekat zum Beispiel Salat al-Asr macht. Damit diese Fitna nicht entsteht und sie das richtige Land, wie es 4 Rekat ist, aber die Begründung in Mina 2 Rekat sind, hat er dort die Gebete nicht gekürzt. Und diese Nichtverkürzung des Gebets hat natürlich zu Fitna geführt. So dass die Sahabe Abdullah ibn Mas'ud in Mina zu Abu Bakr, zu Osman schickten, in das Zelt. Und Abdullah ibn Mas'ud fing mit Osman an zu diskutieren und sagte, mach das nicht, ist und das. Osman sagt die Begründung, guck mal, wir müssen den Leuten noch den Islam richtig beibringen und das ist meine Begründung. Er konnte sie nicht überzeugen und Abdullah ibn Mas'ud ging aus dem Zelt in Mina von Osman raus. Draußen wartete das Volk auf Abdullah ibn Mas'ud und sie sagten, ja ibn Mas'ud, was sagt Osman? Wallahi sagte, ich konnte ihn nicht überreden. Und was ist deine Meinung dazu? Sagte, meine Meinung ist, er sagt das falsch. Und was willst du jetzt machen? Wie sollen wir handeln? Er sagte nichts. Sollen wir verkürzen oder sollen wir nicht verkürzen? Abdullah ibn Mas'ud sagte daraufhin gar nichts. Und sie fragten ihn, ja Abdullah ibn Mas'ud, was willst du machen? Wisst ihr, was Abdullah ibn Mas'ud sagte? Wallahi, sagte, ich werde den Kalifen folgen. Also ich werde meine Meinung umändern und würde, damit keine Fitna entsteht, und weil das Kalifat das Allerwichtigste ist und die Einigkeit der Muslime das Wichtigste ist,
werde ich den Kalifen befolgen. Und eine fünfte Sache machte Osman in der Ijtihad, in der Khutbah. Es gab mehrere Stufen in der Khutbah, wo die Freitagspredigt gelesen wird. Es gab eine Stufe des Propheten, sagen wir, es war die vierte Stufe gewesen. Auf der vierten Stufe zum Beispiel las der Prophet seine Khutbahs. Als der Prophet gestorben ist, hat Abu Bakr also aus Respekt zu dem Propheten das Khutbah in der dritten Stufe gelesen. Und als Abu Bakr gestorben ist, hat Umar ibn Khattab zu Respekt zu Abu Bakr auf der zweiten Stufe gelesen. Aber als Osman ibn Affan zum Kalifen erwählt worden ist, kam er wieder auf die Stufe des Propheten. Und hat wieder von der vierten Stufe ausgelesen. Das gab ein bisschen Nachdenken bei den Leuten. Aber er hat seine Begründung gehabt, denn die Moschee war zu groß. Er musste noch die Leute sehen und die Leute mussten noch ihn sehen. Deswegen ist er hochgegangen. Also jede Sache hat seine Begründung, die man auf ersten Anhieb vielleicht nicht so gut verstehen kann. Und wir kommen zu den politischen Erneuerungen von Osman ibn Affan, die eigentlich nach meiner Meinung auch und nach der islamischen Meinung auch ein bisschen heftig gewesen waren, wie wir jetzt inshallah von hier sehen würden. Was hat nämlich Osman ibn Affan von Ijtihad, von den islamischen Sachen mal ganz abgesehen, in der politischen Sache geändert? An erster Stelle, ganz wichtig Leute, schreibt euch das auf. Er hat bestrafte Leute, Osman ibn Affan, zu staatlichen Positionen gebracht. Er hat bestrafte Leute, die durch den Propheten sallallahu alaihi wa sallam bestraft wurden, an staatlichen Positionen gebracht. Mit der Begründung, sie fragten zu Osman, ja Osman, warum machst du das? Und er sagte, ist denn Sila Rahim nicht Fars? Was ist Sila Rahim? Ist denn die Verwandtschaft zu pflegen nicht eine Pflicht im Islam? Weil die bestraften Personen, die durch den Propheten bestraft worden sind, waren von dem Stamm von den Beni Umayya gewesen. Wie wir auch in den vorigen Teilen auch erklärt haben, was Beni Umayya überhaupt ist. Aber eine Sache noch. Als Umar ibn Khattab radiallahu an im Sterbebett, wenn ein Fasik euch eine Nachricht bringt, gehorcht ihm nicht gleich. Und dieser Fasik ist
Ein Feld, was zu seinem Sultanat gehört. So eine Denkweise. In Basra nimmt Osman ibn Affan Ebu Musa al-Ash'ari vom Amt raus, Ebu Musa al-Ash'ari,
und stellt Abdullah ibn Amr al-Khuzayi als Cousin dorthin. Abdullah ibn Amr al-Khuzayi, seinen Verwandten dorthin, die auch von den Beni Umayyah sind. Das Interessante, Leute, ist, Muawiyah bin Abi Sufyan, der auch von der Beni Umayyah ist, der auch zur Zeit von Umar ibn al-Khattab, von Scham, von Syrien, von Damaskus der Führer war, statt Osman ihn von der Führungsposition runternimmt, vergrößert er sein Territorium mit Palästina, Jordanien und der östlichen Türkei. Statt ihn runterzuholen, vergrößert er sein Territorium noch größer, weil er auch von den Beni Umayyas ist. Umar ibn al-Khattab, radiallahu an, hat eine wichtige Sunna gehabt in seiner Siyasat, in seiner Politik. Und das war gewesen, dass Umar ibn al-Khattab es befohlen hat, dass kein Minister, kein Amtsinhaber länger als 4 Jahre im Amt bleiben darf. Wenn einer länger als 4 Jahre zu einer Fläche Kontrolleur wird, also zum Amt gehört, fängt er dort an, Sultanat zu machen. Also er fängt dort an, Kapitalismus aufzubauen. Und Umar ibn al-Khattab hat, hat gesagt, alle 4 Jahre müssen die Minister gewechselt werden, damit sie nicht dort versuchen, dort auf, oder besser gesagt, normalerweise nicht als Kalif vorgesehen. Abu Bakr war nicht vorgesehen. Umar war nicht vorgesehen. Normalerweise
So heftig ist es auch
Kontrolle, kam nicht zurück. Was entstand mit ihm? Er hat sich bei der Opposition gegen Osman beteiligt. Dieser Ammar ibn Yasir, also, wir kennen Ammar ibn Yasir. Zur Anfangszeit des Propheten schon sehr gut mitgemacht. Er kam nicht wieder zurück und beteiligte sich an die Opposition, dadurch wurde er beeinflusst, die gegen das Kalifat in Medina gewesen war. Und wer war Führer dieser Opposition gewesen? Mohammed bin Abu Bakr. Also der Sohn von Abu Bakr radiallahu an war der Führer der Opposition gegen Osman radiallahu an gewesen. Später, in der darauffolgenden Zeit, ruft Osman radiallahu an die ganzen Vertreter des islamischen Staates nach Medina. Und einige von ihnen sagen, weil er muss ja kontrollieren, wie ist der Aufruhr, wie ist die Fitna wegen diesen Handlungen. Und sie sagen, diese Fitna